Herzlich willkommen zu unserer Reihe Remote Hacks. Heute weniger Meetings, mehr Workshops. Was ist damit gemeint? Momentan klagen sehr viele Menschen darüber im Homeoffice, dass der Meetingkalender aus allen Nähten platzt. Und das ist nicht weiter verwunderlich. Gab es vor Ort im Office die Möglichkeit, ein Thema zu besprechen, mal schnell zum Kollegen zu gehen oder über den Schreibtisch hinweg zu klären, so muss ich das im Homeoffice halt erst planen und muss dafür ein Meeting einstellen. Und wie kann man dem jetzt begegnen, dass der Tagesablauf eben nicht nur von Meetings gespickt ist? Und gibt es ein einfaches Prinzip dazu? Versuchen Sie, all das Asynchrone, das in Meetings stattfindet, aus den Meetings zu verbannen. Und nur das, was synchron stattfinden kann, im Meeting zu behalten. Ein Beispiel. Nehmen wir den klassischen Brettstatus-Report. Da treffen sich Menschen, um über den aktuellen Brettstatus zu sprechen, Fragen zu beantworten und Entscheidungen zu treffen. Der Brettstatus an sich ist eher eine unidirektionale Information und findet eher in einem Monolog statt. Das können Sie asynchron tun. Ja, teilen Sie den Projektstatusreport, die Folien, die Sie dafür vorbereitet haben, was auch immer, vorab. Alle Meeting-Teilnehmer haben dann die Gelegenheit, in einer Zeit, wo es Ihnen am besten passt, diesen Report einzusehen. Und wenn es dann zum eigentlichen Projektstatus jetzt Workshop kommt, dann geht es nur noch darum, Fragen zu beantworten und eventuelle Entscheidungen zu treffen. Aus unserer Erfahrung können wir sagen, das macht die Meetings eben mehr zum Workshop-Charakter. Die Teilnehmer empfinden das Meeting viel werthaltiger, weil jetzt wirklich ein Dialog passiert, weil jetzt etwas geschaffen wird, Ergebnisse erzielt werden. Und darüber hinaus haben die Meeting-Teilnehmer jetzt eben mehr Zeit im Tagesablauf, weil weniger Meetings. Und können sich darüber hinaus auch in selbstorganisierter Weise einteilen, wann möchte ich mir denn die asynchrone Information dazu ansehen und können sich individuell darauf vorbereiten. Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Probieren Sie es bei sich aus. Wiederum gilt, schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen. Das war unser heutiger Tipp. Danke fürs Zuhören. Ihr Teamproof-Team.